Zweimal im Jahr trifft sich die Synode unseres Kirchenkreises, also sozusagen das Parlament, zu seinen Sitzungen. Geht es im Frühjahr immer um ein ganz besonderes Thema, steht im Herbst das Geld oder wie es offiziell heißt, der Haushalt auf der Tagesordnung. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche in Brake traf man sich im Christophorushaus zu den Beratungen. Dabei standen der Bericht des Kreispfarrers, Nachwahlen und die Haushaltsplanung für Kirchenkreis und diakonisches Werk im Mittelpunkt. In seinem Jahresbericht ging Kreispfarrer Möllmann unter anderem auf die Personalsituation im Kirchenkreis und auch auf das anstehende Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation ein. Der Stellenplan des Kreisjugenddienstes musste um eine halbe Stelle gekürzt und die Arbeit der verbliebenen 4 Jugenddiakone entsprechend umstrukturiert werden. Ein Grund dafür sind auch die geringer werdenden Zahlen von Gemeindemitgliedern in unserem Kirchenkreis. Ein weiteres Problem, beispielsweise bei der Besetzung von offenen Pfarrstellen, ist auch der Mangel an jungen Theologen in der Ausbildung, wie die fast zweijährige Vakanz der Pfarrstelle in Elsfleth zeigt. Ermutigung, das können wir auch gebrauchen, wenn es um die Personalsituation geht. Und da spreche ich jetzt ganz bewusst nicht nur die Besetzung der Gemeindepfarrstellen an. Am kommenden Sonntag stellt sich in Gottesdienst und Gemeindeversammlung ein Pfarrer vor, den der gemeinsame Kirchenausschuss auf diese Pfarrstelle berufen will. Der muss gute Zähne haben, wenn Sie die Überschrift gelesen haben. Dem soll auf den Zahn gefühlt werden. 2 Jahre, 24 Monate ist jetzt am 31. Oktober diese Pfarrstelle unbesetzt. Elsfleter Kirchenälteste und Mitarbeiter haben unter großem Kraftaufwand und mit mancher Hilfe von auswärts bis heute ihr Gemeindeschiff auf Kurs gehalten. Aber langsam sind da auch die Kraftreserven erschöpft. Und eine Neubesetzung der Stelle ist nun dringend geboten. Auch an dieser Stelle möchte ich allen, die dieser Gemeinde geholfen haben und weiterhin helfen, ganz, ganz herzlich in unser aller Namen Dank sagen. Zum Reformationsjubiläum im nächsten Jahr soll es eine zentrale Veranstaltung für den Kirchenkreis in der Wesermarsch geben, in Esens-Hamm. Die Wesermarsch hält für unsere Kirche diesbezüglich einen besonderen Schatz bereit. Der Chronik des Oldenburger Superintendenten Hamelmann vom Ende des 16. Jahrhunderts ist zu entnehmen, dass der erste evangelische Prediger in der damaligen Grafschaft Oldenburg aus der Wesermarsch stammte und über viele Jahrzehnte in der Wesermarsch auch gewirkt hat, bis zu seinem Tode. Es handelt sich dabei um einen Mann namens Edo Bohling. Dieser Edo Bohling soll in der Bauernschaft Hafendorf im Kirchspiel Esens-Hamm geboren worden sein. Angeblich der Neffe des letzten katholischen Priesters, das gibt da alle möglichen Legenden. Auf jeden Fall hat dieser Mann dort als erster evangelischer Pastor gewirkt und er ist dort in der Kirche bestattet worden. Am 2. April 1574 ist dieser Mann verstorben und am 2. April 2017, das bitte ich Sie ganz tief in Ihr Herz und Ihr Hirn einzuschreiben, vielleicht sogar auf einen Zettel, am 2. April 2017, ein Sonntag, 2 Wochen vor Ostern ist das, soll in der Esens-Hammer Kirche eine Festveranstaltung stattfinden. Jost Richter berichtete von den Beratungen der Landessynode. Auch hier ist das Thema Finanzen in den letzten Jahren stark in den Vordergrund gerückt. Der Haushalt der Landeskirche benötigt immer mehr Unterstützung durch erhebliche Entnahmen aus den Rücklagen. Eine Konsolidierung der Finanzen ist auch in Oldenburg vorrangiges Ziel. Die Landessynode hat dazu einen Prozess in Gang gesetzt, an dem im nächsten Jahr auch Gemeinden und Kirchenkreise beteiligt werden sollen. Als neuer Leiter des Kreisjugenddienstes stellte Ulrich Bohlken die Schwerpunkte der kreislichen Jugendarbeit vor. Ein neues Arbeitsfeld wird dabei künftig auch die mobile Jugendarbeit sein. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Kreisjugenddienstes kommen mit Hilfe eines umgebauten Feuerwehrautos in die Gemeinden, um dort bei Festen und Aktionen mit Angeboten für Jugendliche präsent zu sein. Auch Nachwahlen standen auf dem Programm und wurden von den Synodalen meist einmütig entschieden. Eine gute Nachricht gab es dann für die Gemeinden auch noch. Aufgrund geringerer Ausgaben auf Kirchenkreisebene
bekommen sie einen Teil der gezahlten Umlage zurückerstattet. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr sieht für den Kirchenkreis Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 410.000 Euro vor. Für das diakonische Werk sind es 416.000 Euro. Beide Haushaltspläne wurden einstimmig verabschiedet. Für das Projekt Schaufenster Kirche steht im nächsten Jahr nicht mehr genug Geld zur Verfügung. Kreispfarrer Möllmann hat deshalb eine finanzielle Unterstützung durch die Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche auf den Weg gebracht. Mit den damit verbundenen Ideen und Vorgaben konnte sich das Schaufensterkirche-Team allerdings nicht anfreunden. Pfarrer Hartmut Blankemeier gab deshalb die Beendigung dieses Projektes nach über 16 Jahren zum Jahresende bekannt.